So, herzlich willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Wir schweben hier über unserem Docking-Zielsatelliten und wollen jetzt einen zweiten in den Orbit schießen und dann mit dem Ding hier mal docken. Dazu gehen wir jetzt erstmal raus. Ich glaube, das haben wir im ganzen Spiel noch gar nicht gemacht und gehen hier in das Space Center. Mit Escape kommt man da raus. Und da kann ich auch mal zeigen, wenn man da wieder rein will. Oder auf den Satelliten aufschalten will, geht man hier auf Tracking Station. Und da ist unser Testsat gelistet, genau mit der Flagge der ersten Minbus-Landung. Die Flagge interessiert mich jetzt gerade nicht, die können wir hier oben ausschalten. Testsat 1. Ja, an der Namensgebung müssen wir noch arbeiten. Unten rechts bin ich jetzt, unten links bin ich gerade auf Fly gegangen, der rechte von den drei Knöpfen. So ein Satellit kann man theoretisch auch umbenennen. Das war das Thermometer. Wenn man auf die Kontrolleinheit geht, dann kann man hier auf Rename Vessel geben. Nehmen wir das Ding jetzt mal. Docking Target. Und gehen wieder raus ins Space Center. So, und schießen den nächsten davon hoch. Load Testsat 1. Ja, das ist unser Testsatellit 1. Und in Orbit kommt er. Also, Launch. So, SAS an, Schub auf volle Pulle und nehmen wir diesmal Triebwerk mit. Auf der anderen Seite, das ging eben auch gerade recht gut ohne. So, jetzt wird das Triebwerk gleichzeitig mit dem Abkoppeln der Solid Fuel Booster gezündet. Und ich würde sagen, ach, wir starten einfach wieder nur mit den Solid Fuel Boostern. Das heißt, los geht's. So, die brennen gleich aus. Wir haben dank der Booster schon mal 220 Meter pro Sekunde draufgekriegt. Das SAS steuert diesen Schwingungen entgegen. Ich will einschwenken Richtung 90 Grad. Wir hätten jetzt natürlich schauen können, wo der Satellit gerade ist und warten können, bis er direkt über uns drüber fliegt und dann von unten sozusagen uns annähern können. Aber ich will ja eigentlich zeigen, wie man dockt und da ist es vielleicht auch gut, dass man. Ich schwenke jetzt mal hier nach Süden ein. Ich kipp mal absichtlich den Orbit, dass wir nicht gleich in einem parallelen Orbit rauskommen. Weil sonst ist es ein bisschen zu einfach. Wir wollen ja auch ein paar Sachen zeigen und erklären. Und ich fliege schon wieder ein kleines bisschen tief. Und noch ein bisschen nach oben. Viel nach oben. So, wir lassen die Stufe noch zur Stabilisierung dran. Das haben wir jetzt geschafft, 38. Oh. Ich fliege hier einen Kram zusammen. Gut, bei 38 stagen wir uns hinten die Engine und gehen noch mal ein bisschen Richtung Horizont. Ist hier so, wir haben so eine flache Flugbahn. So eine flache Flugbahn ist gut geeignet, wenn man
ohne Brennpause direkt wirklich in den Orbit will. Das heißt, wenn man es ein kleines bisschen realer spielen will und sagen will, hier meine erste Stage oder zweite Stage, die kann ich nicht throtteln, die muss in einer Brenndauer durchbrennen, dann muss man schon recht früh recht flach fliegen. So, ich würde sagen, ein kleines bisschen nähern wir uns doch schon wieder an. Weil sonst brauchen wir hier irre viel Sprit, um den, ja, wie soll ich sagen, den Winkel zu drehen. Wobei, das können wir eigentlich mal zeigen. Okay. Ich gehe jetzt nochmal wesentlich mehr Richtung Himmel, um die Apoapsis nochmal gezielt ein bisschen anzuheben. Und ja, umso weniger man sich mit der Nase von der Flugrichtung wegwendet, also das ist schon recht weit, aber umso effizienter verbrennt man den Treibstoff. Das ist aber der Punkt, dass ich eigentlich weiß, ich habe hier mehr Treibstoff, als ich brauche in dem kleinen Ding. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Und deswegen schauen wir mal. Ich lege jetzt halt wirklich absichtlich einen krummen und schiefen Orbit, damit man sehen kann, wie man das ja wieder hinkriegt. Ja, nicht wieder hinkriegt, wie man dann Rendezvous-Manöver fliegt. So, die Stufe ist ausgebrannt. Sie landet wieder in Kerbin, das finde ich gut. Können Sie jetzt abtrennen? Nehmen den Schub runter mit X, Leertaste, um die letzte Stufe vom Satelliten zu zünden. Brennen aber noch nicht. Jetzt werden wir erstmal hier einen Orbit draus machen. Und zwar an der Apoapsis brennen wir Prograde. Das heißt, wir warpen da mal hin. Warp, 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 warp. Das kann man natürlich auch immer mit einem Manövernode machen. Ja. Ihr könnt hier einen Manövernode erstellen. Beschleunigen. Periapsis da rauskommt. Geht hier auf 100. Wie viel brauchen wir auch? Doch noch 184 Meter pro Sekunde. So. Naja, mal gucken, ob wir uns da sprittechnisch nicht übernommen haben. Weil wenn man so einen großen Winkel korrigieren muss, dafür geht einiges an Sprit drauf. Prograde bitte. Ach, ich nehme jetzt hier einfach den Autopilot, da muss ich nicht so viel lenken. Das Estimated Burn 5 Minuten. Okay, das glaube ich nicht. 20 Sekunden. So, wir brennen. Prograde. Wir ziehen jetzt unseren Orbit auf. So, ungefähr so. Wir sind jetzt hier auf 111 Kilometer, von dem wissen wir, dass der bei 151 rumfliegt. Okay, so, wie führt man jetzt ein Rendezvous-Manöver durch? Als erstes Mal setzen wir das Ding als Ziel. Jetzt sehen wir wieder die Ascending und die Descending Nodes, die sind hier. Das ist die Stelle, wo wir unseren Orbit anpassen. Gehe ich mal kurz in Zeitvorlauf. Bin hier schon drüber geflogen. Wir fliegen auf jeden Fall etwa mit 2100 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir könnten jetzt hier wieder nach Süden brennen, beziehungsweise die Richtung. Das heißt, wir könnten jetzt hier einen Add-Manöver-Node machen, ziehen den runter. Und kommen genau in die Ebene. Wir brauchen dafür allerdings 750 Meter pro Sekunde Delta V. Es kann jetzt besser sein, wenn man die Plane Change Korrektur nicht hier macht. Das heißt, wir sind auf dem Orbit recht schnell. Es kann effizienter sein,
Wenn wir jetzt hier erstmal beschleunigen, also ich sag mal 300 Meter. Wobei wir müssen da wieder abbremsen. Das heißt, um was zu sparen, sage ich mal, wir beschleunigen 200. So, das heißt, das trägt uns hier auf der gegenüberliegenden Seite weiter nach außen. Weil wir weiter außen sind, sind wir langsamer. Da wir hier langsamer sind, müssen wir weniger Treibstoff investieren, um hier unseren Manöverpunkt einzukippen. Leider kann man bei mehreren Manöverpunkten, ich habe jetzt hier gerade einen zweiten gesetzt, nicht sehen, wie viel Treibstoff der braucht. So, also. Und danach müssen wir auf der Seite halt hier wieder runterbrennen. Beziehungsweise hier. Können wir so machen. Tja. Würde mich jetzt mal interessieren, wie viel Treibstoff brauche ich hier? Das heißt, das ist Absicht. Ich beschleunige hier erstmal weiter raus, damit ich hier hinten recht langsam bin. Beziehungsweise hier. Und wenn ich hier hinten langsam bin, kann ich natürlich... Oder kann ich diese Winkeländerung leichter machen? Weil, kleine Eselsbrücke zur Vorstellung, also wenn wir hier angeflogen kommen, wir wollen den Winkel ändern nach so, oder angenommen, wir wollen ihn wirklich komplett drehen, das heißt, wir kommen von hier angeflogen und möchten danach wieder nach links fliegen. Was ist das Maximum, was wir brauchen? Das heißt, wir müssten, wenn wir hier angeflogen kommen und hier hätten wir einfach mal gesagt 1500 Meter pro Sekunde, dann müssten wir die 1500 auf 0 zurückbrennen und 1500 in die andere Richtung beschleunigen. Das heißt, will man wirklich mal den kompletten Orbit kippen, muss man komplett abbremsen und wieder in die Gegenrichtung beschleunigen. Das heißt, den krassesten Benzinverbrauch hat man wirklich bei einem Richtungswechselmanöver, wo man das Doppelte der Geschwindigkeit an diesen Punkt investieren muss. Und umso weiter der Punkt außen ist, wir wissen ja, umso weiter wir außen sind, umso langsamer sind wir. Und wenn wir jetzt an dem Punkt beispielsweise nur noch 200 Meter pro Sekunde haben, dann sind das eben 400. Ja? 2 mal 200 sind 400, statt hier unten 2 mal 1500. Allerdings muss man halt bedenken, man beschleunigt hier erst, kippt dann hier und muss dann hier wieder abbremsen. Das heißt, für diese Version braucht man die dreifache Treibstoffmenge. Und in der Sekunde glaube ich gerade, dass ich das vielleicht gar nicht hätte erzählen sollen, weil euch das eher verwirrt. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach die einfache Variante. Wir kippen unseren Orbit und zwar hier. Kostet das jetzt halt mal 700 Meter pro Sekunde. Add Manöver, ziehen ihn hoch, könnten einfach hinfliegen und nach Norden brennen. Aber so habe ich auch noch die Möglichkeit, gegenüberliegende Seite anzupassen. Das Gelbe ist unser Zielorbit. Und jetzt bin ich hier schon etwas darunter. Ich finde es gut, wenn wir die eine Kante, die Periapsis, auf der gleichen Höhe haben wie der gelbe Zielorbit. Das heißt, wir kippen gleichzeitig das Ding jetzt hier einfach nochmal ein bisschen nach links. So, und damit sind wir noch nicht ganz in der Ebene. So, jetzt haben wir mit dem Manövernode unseren Zielorbit angepasst. Und nochmal ein bisschen nach links gekippt. Und hat er sich verändert? Nee. Das heißt, wir brauchen 800 Meter pro Sekunde. Okay. Das heißt, diese Winkeländerungsmanöver, also wenn man wirklich mit so einem schiefen Orbit reinkommt und wir wollen mit sowas docken, das ist halt immer teuer. Zumindest, wenn man an einem Planeten mit starker Schwerkraft ist, nah dran und sich recht schnell bewegt. Ja. Bei Minmus wäre das überhaupt kein Thema, weil um Minmus würden wir uns mit, keine Ahnung, 70 Meter pro Sekunde bewegen. Das heißt, wenn wir in die eine Richtung fliegen und in die andere zurückfliegen wollen, heißt das 70 Meter pro Sekunde abbremsen auf Null und in die andere Richtung wieder beschleunigen.
Das heißt, da würde das ganze Manöver nur 140 Meter pro Sekunde kosten. So, und hier kostet schon das simple Kippen 800 Meter pro Sekunde, weil wir eben echt schnell sind. So, 1 Minute 33 Brennzeit. Das heißt, 90 Sekunden, 45, 46 Sekunden vorher brennen. Zeitraffer. Also auf 46 Sekunden runter. So, wir richten uns auf den Zielvektor aus. Was ich vielleicht schon hätte sollen machen, ein bisschen früher. Okay, und das Manöver, ja, kippt uns den Orbit ein bisschen nach links. Es kippt uns die Ebene in die richtige Ebene. Und wir verbrennen unseren Treibstoff. Aber wir haben ja, der ist ja genau dafür da. Wenn das Ding natürlich fast leer ist, ändert sich unser Massezentrum. Das heißt, die RCS-Düsen, na, schauen wir mal, wie synchron die da noch sitzen. So, ich habe den Finger auf der X-Taste. Wenn das Ding gerade ist, im Plane X. Ah, oder doch noch ein bisschen. So, Manövernot weg. So, wir sind jetzt auf dem blauen Orbit und unser Ziel ist auf dem gelben Orbit. Wo sind wir? Das ist das Docking Target, das ist unser Ziel. Ah, hier sind wir. Hier ist der Testsatellit 1. So, was ist jetzt die Situation? Wir sind vor dem Ziel. Das ist praktisch. Wir sind auf einem größeren Orbit. Das heißt, wir sind hier, weil wir weiter draußen sind, langsamer. Ziel ist schneller. Ziel fliegt hier mit 2170 Meter pro Sekunde. Velocity. 2170. Und da das ja ein kreisrunder Orbit ist, bleibt er bei 2170. Wir fliegen nur 2070. Das heißt, wir werden auch noch langsamer. Hier ist unsere langsamste Stelle, die höchste. Das heißt, der Satellit holt uns langsam ein, weil er auf einem kleineren Orbit ist. Wenn wir jetzt dahinter wären, könnten wir entweder unseren Orbit nochmal komplett vergrößern, dass wir wesentlich langsamer sind und er uns nochmal eine komplette Runde einholt. Oder wir verringern unseren Orbit, dass wir tiefer sind und dann sind wir nämlich schneller. Ich schaue jetzt mal, ob wir das hier mit dem Zeitraffer hier machen können. Kann aber sein, dass wir da mal kurz in die Tracking Station gehen, wo wir einen höheren Zeitraffer fahren können. Die Distanz zum Ziel ist gerade 1000 Kilometer. Ja, schauen wir mal. 1070, das dauert mir zu lange. Ich will jetzt aber eigentlich nicht unbedingt in die Tracking Station gehen. Ich werde jetzt einfach meinen Orbit nochmal etwas vergrößern. Das heißt, ich werde hier an der Periapsis gleich mal kurz Prograde brennen, um meine Apoapsis hochzuziehen. Das heißt, wir werden dann insgesamt hier oben nochmal langsamer und der Satellit kann schneller aufholen. So, und machen wir das. Ja, das kommt jetzt hier auf den Meter genau nicht drauf an. Das kann ich jetzt auch hier schon brennen. Ich gebe einfach mal ein bisschen Schub. So.
Noch ein bisschen. Und an der Apoapsis will ich jetzt mal die Periapsis genau auf die auf den Orbit vom Ziel legen. Das heißt, an der Apoapsis brenne ich mal kurz. Nee, ich muss Periapsis anheben, wie man hier sieht. Das heißt, ich muss Prograde brennen. So, allerdings Prograde da oben. Jetzt müssen wir erstmal wieder hochwarpen. Zeitraffer an. So. Also, Prograde. Die Kapsel richtet sich aus. Beziehungsweise der Satellit. Eben langsam ein bisschen Schub. Die Periapsis hier erhöht sich. Wir landen genau auf dem Orbit vom Ziel. Perfekt. So. Und jetzt können wir eigentlich fast schon direkt ins Rendezvous gehen. Das ist, wenn wir da unten sind, also wir als Satellit und unser Docking-Target, wo ist das eigentlich gerade? Hinter uns. Dann ist an der Stelle der Abstand nur noch 345 Kilometer. Wir machen Folgendes. Wir warpen erstmal da runter. Jetzt bloß nicht zu schnell. So, er ist schon recht nah. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal den blauen Orbit fliegen, weil er innen ja viel schneller ist, wird er wahrscheinlich an uns vorbeifliegen. Das will ich nicht. Aus dem Grund werde ich hier an der Periapsis jetzt unseren Orbit runterbrennen. Das heißt, wir werden unsere Umlaufgeschwindigkeit verringern, also die Geschwindigkeit erhöhen und die Umlaufzeit verringern. Weil wir wollen nicht, dass er uns überholt. Das heißt, an der Periapsis werde ich Retrograde brennen, um unsere Apoapsis runterzuziehen und den Geschwindigkeitsunterschied zwischen uns beiden, also zwischen dem Docket Target und mir hier, verringern. So, und zum Schluss kommen wir dann dazu, was hier die, wie wir diese Knoten verwenden können. Mal kurz speichern, Quick Save. Weil eventuell laden wir nachher mal und ich zeige euch dann noch verschiedene Varianten, wie man sich annähern kann. Ja, einmal die Variante ohne Manövernot, einmal eine mit und einmal, ja. Schauen wir mal, 22 Minuten Aufnahmezeit. Okay, also erstmal runter zur Periapsis. So, der nächste Abstand ist dann schon 345 Kilometer. Kann ich das anschalten? Nee, auch nicht. Jetzt bremse ich mal. Ich bremse. Jetzt verringert sich unsere die Zeit, die wir für den Umlauf brauchen. Und eigentlich, ja, da wir hier schon uns in dem Bereich schon auf der gleichen Bahn befinden wie der Satellit, müssen wir jetzt eigentlich nur noch unsere Umlaufzeit so anpassen, dass beim nächsten Umlauf er an der gleichen Stelle ist wie wir. Und normalerweise macht man das mit Manövernote und wir haben jetzt hier schon eine 0,9 Kilometer Intersection, das heißt Treffpunkt. Wir fliegen 900 Meter an ihm vorbei. Das heißt, ich brauche jetzt hier schon gar kein Manövernote mehr, weil, ja, das ist schon ein perfektes Encounter. Ja. Okay. Wir laden danach mal neu und ich zeige euch, wie man es mit Manövernot macht. Aber jetzt eine Umlauf. Einen Umlauf und wir werden dann hier an der Stelle 900 Meter von dem Zielsatellit weg sein. Und zwar genau an der Stelle. So, da hinten ist er. Wir kommen noch näher ran, weil wir sind noch nicht an der Stelle. Und leider ist das jetzt im Dunkeln. Gut, es ist egal. So, wir können hier ja normalerweise zwischen Orbit, Surface und
umschalten und jetzt auch noch, wenn wir ein Ziel gesetzt haben, zwischen Target. Was sehen wir hier? Wir sehen... Zum einen unser Ziel. Das ist dieser Marker. Das heißt, das ist unser Zielmarker. Das heißt, in die Richtung ist das Ziel. Das ist unser Richtungsmarker. Das heißt, wir fliegen an dem Ziel vorbei, weil unser Richtungsmarker nicht genau auf dem Ziel ist. Und wir wissen, unsere nahste Distanz ist 900 Meter. Was wir jetzt machen... Das ist die einfachste Variante vom Docking, wenn auch nicht die treibstoffeffizienteste. Wir gehen auf den Retrograde-Marker und wir haben ja 60 Meter pro Sekunde in etwa Relativgeschwindigkeit zum Ziel. Das heißt, die werden wir jetzt auf 0 runterbrennen, wenn wir am nahesten Abstand sind. Das sind 900 Meter. Man kann natürlich auch einfach darauf achten, wann die Zeit hier wieder größer wird. Und etwas, ja, kurz davor gehen wir jetzt mal auf 800, na, wie nah kommen wir denn ran? 700. Ich glaube, das ist jetzt die... Ja, jetzt wird es wieder größer. Also vollen Schub, wir brennen runter auf 0. Vorsichtig, ich will ganz auf 0 runter. So, jetzt ist unsere Relativgeschwindigkeit zum Ziel 0,1 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir fliegen fast genau schnell, allerdings an verschiedenen Stellen. Wir können jetzt, oder wir richten uns jetzt Richtung Ziel aus. Dafür nehmen wir hier den Marker. Und brennen Richtung Ziel. Mit, naja, sagen wir mal 10 Meter pro Sekunde. Jetzt drehen wir uns wieder entgegengesetzt, um die 10 Meter pro Sekunde wieder abzubremsen. Das machen wir am indem wir auf dem Retrograde-Marker brennen. Wir fliegen jetzt mit 10 Meter pro Sekunde auf das Docking-Ziel zu. Sonnenaufgang, wunderbar. So, 230 Meter. Ich bin hier Retrograde ausgerichtet, damit ich die Geschwindigkeit runterbrennen kann auf 0. Wenn wir, gleiche Prinzip wie eben, wir warten, bis wir am nahesten dran sind und brennen dann die 10 Meter pro Sekunde runter. Ja, das ist jetzt das Naheste, also abbremsen. Jetzt sind wir schon auf 25 Meter drauf dran. Jetzt gehen wir wieder auf das Ziel. Sondern aufpassen, dass wir es nicht rammen. Beschleunigen nochmal 1 Meter pro Sekunde hoch. Und wir drehen uns wieder, um den 1 Meter pro Sekunde abzubremsen, wenn wir nahe da sind. So, bremsen runter und jetzt haben wir nur noch 0,1 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied. Jetzt perfekt machen will, gehen wir da nochmal mit dem Schub runter, damit die Düse nicht so empfindlich ist, beziehungsweise das Triebwerk. Suchen uns den Retrograde-Marker, der irgendwie verschwunden ist. So nah dran, dass ich keinen Zielmarker mehr habe. So aus, weil ich sehe keinen. Also der Zielmarker ist hier, ich meine Pro- und Retrograde-Marker für Relativgeschwindigkeit. Jo, naja. So, wollen wir mal kurz docken. Wir können das Licht anmachen. Das habe ich jetzt hier oben gemacht, Lights. Und wir wissen ja, dass wir das Ding nach Norden ausgerichtet haben. Zum Docken gehen wir hier rechte Maustaste, Set as Target. Wir sagen von diesem Docking Port Control from hier. Damit ist das Zentrum oder das Steuerungszentrum jetzt hier.
Wenn das Ding nach Norden ausgerichtet ist, dann ist unsere perfekte Docking-Ausrichtung natürlich nach Süden. Dieser Trick klappt aber nur, wenn wir uns hier wirklich auf einem äquatorialen Orbit befinden. Stimmt das, was ich gerade sage? Wenn wir uns jetzt anders bewegen würden. Gut. Keine Ahnung. Egal. Ich will da jetzt nicht drüber nachgrübeln. Auf jeden Fall, wenn man auf einem äquatorialen Orbit ist, was man ja öfter ist, kann man es sich zunutze machen, dass man ein Schiff direkt hier nach Norden ausrichtet. Dann kann man das gegenüberliegende direkt nach Süden ausrichten. Also, jetzt habe ich beide nach Norden ausgerichtet. Und jetzt haben wir ihn hier nach Süden ausgerichtet. 180 Grad auf der Horizontlinie. So, und jetzt folgende Situation. Fürs Docken die Kamera am besten immer mit V auf Locked umschalten. So, das bedeutet, dass wir wenn wir uns jetzt den Satelliten drehen, dass die Kamera sich mitdreht. Das hat den Vorteil, dass wenn wir jetzt das RCS anmachen, das sind unsere Steuerdüsen, und wir drücken jetzt mit IJKL, um uns nach links oder rechts zu versetzen, dass der Kamerawinkel stimmt. Das heißt, wenn ich L drücke, um ein bisschen nach rechts zu schieben, oder J drücke, um ein bisschen nach links zu schieben, das stimmt. Das ist halt in dieser Locked-Kamera-Ansicht so. Ja, mit V kann man die durchschalten. So, jetzt sehen wir da schon unser Docking-Target. Mit Q und E kann man rollen. Mit A und D und W und S kann man sich ja rotieren. Und die Translationsbewegungen, das sind sozusagen ohne Drehung nach rechts oder nach links verschieben, sind J, L, K und I. Theoretisch kann man auch hier unten in den Docking-Modus gehen. Jetzt echt die Frage, ja, das erkläre ich beim zweiten Versuch. So, wir gehen nochmal direkt dahinter. So, also ASD, WASD ist drehen, Q und E rollen. J, K, I und L sind nach rechts verschieben, nach links verschieben, nach oben verschieben und nach unten verschieben. Und H und N sind vorwärts und rückwärts. Wir sind jetzt hinter unserem Doppelgegenteil. Das heißt, wir müssen erstmal rückwärts. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Schub rückwärts auf N. So, jetzt sind wir davor. Das heißt, wir können die Geschwindigkeit nullen. Jetzt schieben wir uns mal ein bisschen nach rechts. Machen wir jetzt einfach der Kamera nach. Kleines bisschen nach oben. So, jetzt sind wir. Das war schon zu viel. Ich gehe mal mit Caps Lock in die Feinsteuerung. So, jetzt sind wir schon recht genau davor. Das ist unser Docking-Ziel. Hier ist unser Docking-Port. Das müssen wir einfach nur noch ein Stück nach vorne fliegen. Das machen wir mit A. Und jetzt nehmen wir uns den Navball zu Hilfe. Das Lila ist unser Ziel. Das Orange ist unsere Nase, also unser Docking-Port. Und das Gelbe ist die Richtung, in die wir gerade driften. Im Moment ist vor uns der Retrograde-Vektor, das heißt, wir entfernen uns. Das sieht man auch hier. 30 Meter. Jetzt gebe ich nochmal mit H ein bisschen Schub nach vorne und irgendwann kommt dann der Prograde-Vektor, weil wir in die Richtung fliegen. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder aufs Ziel zu. Mit 0,2 Meter pro Sekunde. Jetzt möchte ich allerdings, hier ist unser Ziel, also das Rosane, und das Gelbe ist unsere Flugrichtung. Das heißt, wir fliegen am Ziel vorbei. Das ist jetzt nicht so ganz der Wunsch. Das heißt, wir nehmen jetzt mal J und L, um uns rechts links auszurichten, und A, um uns nach oben auszurichten. So, jetzt haben wir den gelben Vektor über den
rosane Zielvektor gelegt. Das heißt, wir driften jetzt genau auf das Ziel zu. Und das ist das, was ich jetzt mit J, K, L und I kontrolliere. Dass der gelbe Vektor so ungefähr, naja, auf dem Ziel bleibt, beziehungsweise ich will erstmal unsere Nase wieder auf das Ziel raufholen. Das heißt, ich will auf die gleiche Höhe. Das heißt, ich, ja, die Nase ist unten links, der gelbe Vektor ist oben rechts. Das heißt, wir driften jetzt nach oben rechts und die Nase nähert sich dem Ziel an. So, die Nase ist auf dem Ziel und jetzt tue ich unseren Richtungsvektor auch aufs Ziel legen. Das heißt, unsere Nase, unser Dockingport, schaut jetzt auf den anderen Dockingport. Und anhand des Richtungsvektors, anhand des gelben Richtungsvektors, der jetzt recht perfekt ausgerichtet ist, wissen wir, dass wir auch genau auf den Dockingport zutreiben. Das heißt, ab jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Wir könnten noch ein bisschen Gas geben, aber 0,2 Meter pro Sekunde reicht schon. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr korrigieren muss, ich korrigiere nochmal ein letztes Mal, gelben genau auf den rosanen ausgerichtet. Jetzt nehme ich mal die Hände von der Tastatur. Na, sollte ich doch nochmal korrigieren? Nein. Okay, gedockt. So, das heißt, wir können eigentlich komplett mit dem Nuffball docken. Ja, man kann es natürlich auch mit Kamera machen, aber mit dem Nuffball ist es schon recht easy, zumindest wenn man die Schiffe gut manövrieren kann. Das ist jetzt hier in dem Beispiel natürlich echt einfach, weil wir zwei sehr leichte Ziele haben. Ja, so, das war der erste Run. Ich würde sagen, das Docking machen wir noch ein, zwei Mal. Ich kann euch nochmal zur Annäherung zeigen, wie das mit Manövernote geht. Und den Enternflug, den kann man auch noch ein bisschen optimieren. Und das würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Video, weil ich will jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich gehe jetzt aber nochmal ins Quick Loading. So, jetzt sollten wir hier wieder unsere zwei Satelliten haben, die so halbwegs ausgerichtet sind. Okay, und ich gehe jetzt aber hier direkt raus und mache Schluss für heute, indem ich in die Settings, in das Space Center. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr noch ein 1-2 Dockings sehen wollt, im nächsten Video. Macht's gut!